So kann das aussehen. Also das ist jetzt ungefähr ein Biofilm mit einer Ausscheidung von ungefähr 80 Zentimetern. Der hängt dann, wenn man den so aus der Schüssel rausnimmt, muss man natürlich nicht machen, aber manche Leute machen das, weil sie wissen wollen, was ist das eigentlich? Ja, was sollte man oder was kann man dann machen, ja, um diesen Biofilm dann ja, rauszubekommen? Also es gibt eine Möglichkeit über eine sogenannte Darm-Detox-Kur, so haben wir das genannt, diesen Biofilm so anzugehen, dass der vom Körper ausgeschieden wird. Mhm. Diese Darm-Detox-Kur gibt es seit ein paar Jahren und hat sich bewährt, also bei mir in der Praxis, ich habe tausende von Patienten, Patientinnen, die das gemacht haben, und es ist eine relativ einfache Methode, das zu machen. Das geht innerhalb von 6 Tagen, jedenfalls einen großen Schwung davon auszuscheiden. Das ist zu 100%, aber alleine, wenn man mal von diesen 8 Metern Darm, sage ich mal, wenn dann die Hälfte mit Biofilm belegt ist und von dieser Hälfte ist nochmal die Hälfte, scheidet man aus, dann scheidet man 2 Meter Biofilm aus. Ja? Mhm. Und diese Möglichkeit gibt es, und ich kenne eigentlich nur eine Möglichkeit, die es mal gab vor 25 Jahren, da habe ich das schon mal gemacht, aber das dauerte 14 Tage, da musste man alle 1,5 Stunden ein paar Presslinge mit Tabletten, mit Kräutern essen und dann was hinterher trinken. Und, ja, und das ging den ganzen Tag für 14 Tage, das hat kein Mensch gemacht. Also außer jemand so wie ich, also Hardcore, und vielleicht 5% meiner Patienten, die haben gesagt, das will ich wissen und ich mache das. Ja? Ja. Aber die meisten haben gesagt, nee, das geht mir, das geht nicht in der Arbeit, ich kann ja abends nicht mehr, und wenn ich unterwegs bin und so weiter, die haben das alle nicht geschafft. Aber da passierte das auch. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren diese Darm-Detox-Kur, und die kann man innerhalb von 6 Tagen machen. Das ist jedenfalls so ein guter Zeitrahmen. Mhm. Und da scheidet man dann unglaubliche Mengen an diesem Biofilm aus. Jedenfalls natürlich jeder ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht kann ich da auch noch mal ein Bild zeigen. Möchte nur vorher warnen, weil das doch ein Bild ist. Manche mögen erschrecken, aber das ist nun mal einfach auch die Realität. Ja, ja. Ist ja auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was in seinem Körperinneren so. Ja, so kann das aussehen. Also das ist jetzt ungefähr ein Biofilm mit einer Ausscheidung von ungefähr 80 Zentimetern. Der hängt dann, wenn man den so aus der Schüssel rausnimmt, muss man natürlich nicht machen, aber manche Leute machen das, weil sie wissen wollen, was ist das eigentlich? Und dann sieht man, das ist wie so ein Plastilinabdruck eines Biofilms. Das erinnert mich immer so ein bisschen wie an diese amerikanischen Filme, wo die da so Mr. Jekyll und Mr. Hyde da irgendwas im Gesicht kleben haben. Weil das so abzieht. So ja. Ähnlich sieht das aus, weil man sieht ja auch an dem Bild, so sieht praktisch ein Darm aus. Ja. Ich nehme das Bild mal wieder weg, weil ich glaube, das genügt. Einfach um mal einen Eindruck zu bekommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die das in kleineren Stücken ausscheiden, aber das ist einfach so, was passieren kann. Im Übrigen relativ einfach, also das ist wie Stuhlgang. Viele kriegen das auch gar nicht, die sagen, es sieht ja aus wie Stuhlgang. Was passiert ist folgendes, diese Darm-Detox, diese Inhaltsstoffe, die gehen in diesen Biofilm rein, dringen ein, und dann kommen Substanzen, die das Ganze praktisch wie wasserziehend aufblasen. Mhm. Damit löst sich das von der Darmwand, wo es ja fest gesessen hat, und wird einfach beim normalen Stuhlgang ausgeschieden. Auch im Endeffekt ohne größere Probleme. Manchmal gibt es Blähungen dazu. Manchmal in Ausnahmefällen krampft es mal ein bisschen oder zieht mal und zwickt mal. Ja, wenn es sich löst, und dann wird es einfach ausgeschieden. Also das ist eine Erleichterung für das ganze System und auch für die Menschen. Also ich kenne das selber, wo ich das erste Mal gemacht habe, ich gedacht, boah, das ist ja phänomenal. Und ein weiterer Vorteil wäre ja, dadurch, dass es quasi im Ganzen gelöst wird, dass jetzt nicht wie bei vielleicht anderen Methoden, die man verwenden kann,
zum Beispiel jetzt irgendwelche Pilze oder was weiß ich, Parasiten abgetötet werden und dadurch dann werden ja nochmal viele Gifte dadurch frei. Und der Vorteil ist, dass ich es jetzt quasi im Ganzen ausscheide. Also da geht ganz viel raus. Da geht auch, wenn man das mal untersucht, und das hat man untersucht, was man da findet, sind, wie gesagt, Schwermetalle, Calcium, Eisen, Magnesium, alles, was nicht mehr verwertbar ist, aber auch die ganzen Pilze und was da alles gefunden wird. Das geht einfach in einem Schwung, geht das raus. Ja? Ja, und du hast es ja vorhin so, hast du ein paar Zahlen genannt, zum Beispiel 8 Meter ist der Darm lang. Ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, sagen wir mal, es sind jetzt 4 Meter mit Biofilm befallen und es kommt dann halt mal ja, 2, 3 Meter davon raus. Wäre jetzt eine gesunde Darmflora auch irgendwie in der Lage, noch dann nach diesem Anfangsschub noch Reste des Biofilms selber aufzulösen, dass sich das langsam abgebaut wird oder? Also. Also die Möglichkeit besteht immer. Meistens ist es nicht so. Meistens haben die Leute so inzwischen schon so ein schwaches Immunsystem und so eine schwache Peristaltik und bewegen sich nicht genug und so weiter. Aber natürlich ist es so, und das empfehle ich ja auch. Ich habe dann auch noch Präparate, Produkte, die man danach nehmen kann oder auch nehmen sollte. Also Probiotika, Präbiotika, Fulvinsäure und so weiter und andere Präparate, das kann man alles auf der Webseite dann auch sehen. Natürlich auch von der Ernährung her, also da gehört dann auch eine gewisse Menge Rohkost dazu oder Smoothies dazu und fermentierte Nahrungsmittel wie Kefir und Kombucha und so weiter, die durchaus dort auch arbeiten. Und das ist ja auch gut und wichtig. Also es geht ja nicht immer nur darum, irgendwelche Präparate einzunehmen, aber die Ja. Präparate sind natürlich gerade am Anfang auch sehr hilfreich, um hier etwas anzuschieben und auch noch ein paar Reste zu beseitigen. Man kann aber auch, und das empfehle ich auch, vielleicht frühestens nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr auch noch mal 3 Tage oder 4 Tage diese Darm-Detox-Kur machen, weil dann auch noch mal was hinterherkommt. Das ist immer jedem Einzelnen überlassen und natürlich auch dem Krankheitsbild zuzuordnen. Also ich hatte mal jemand, der richtig depressiv war und übergewichtig war und so. Und er hat diese Kur 12 Tage lang gemacht, weil er gesagt hat, ja, kann man das machen? Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Es gibt ein Zeitlimit dazu. Und er hat das 12 Tage gemacht und danach war er für 3 Monate vollkommen ein anderer Mensch. Ja, war wieder kreativ und schaffensfroh und nicht mehr depressiv. Nach 3 Monaten fing das wieder an, langsam so sich einzuschleichen. Dann hat er gesagt, kann ich das denn nochmal machen? Ich habe gesagt, natürlich, etwas, was erfolgreich war, kann man auch wiederholen. Dann hat er wieder 12 Tage gemacht und seitdem, das war vor 3 Jahren, beschwerdefrei. Ja, auch keine Schmerzen mehr, der hatte Fibromyalgie, also Muskelschmerzen. Das war alles weg nach 2 mal 12 Tagen. Es ist natürlich Kommt auch darauf an, was man quasi im eine Vorleben Rosskur, das muss nicht jeder machen. ja. Aber die Empfehlung ist, wenn es wieder stagniert oder wenn man wirklich noch, bitte einfach nach einem halben Jahr noch mal 3, 4, 5 Tage hinterherhängen. Ja? Ist kein Okay. Problem. Und noch eine Frage zu dem Biofilm. Kann ich es mir auch so vorstellen, weil wir sprechen ja in diesem Kongress auch sehr viel über chronische Infektionen, kann ich es mir auch so vorstellen, dass es wie so eine Festung ist, die jetzt nicht unbedingt, also die hat quasi ihr eigenes Innenleben, aber können von dieser Festung aus auch quasi diese Krankheitserreger rausgehen sozusagen? Oder also dass es quasi wie so eine Hochburg ist, wo sie sich zurückziehen können, aber rausgehen können, oder? Das ist exakt so. Okay. Also es gibt vielleicht auch noch ein anderes Bild, da kann ich das nochmal zeigen. Also hier kann man das auch nochmal sehen, wie so ein Biofilm wächst und dann größer wird und praktisch wie eine Kolonie wird. Und irgendwann mal löst sich dann ein gewisser Anteil wie so ein kleiner Satellit und geht irgendwo hin, wandert woanders hin und löst dann und setzt sich irgendwo hin. Das ist wie so dieses Siedlerspiel.
geht irgendwo hin, fängt dort wieder was an. Ja. So kann man sich das vorstellen. Warum das für chronische Erkrankungen so, so fantastisch ist und so wirkungsvoll ist auch, es befreit natürlich die, das Immunsystem von dieser riesen Belastung. Mhm. Nicht nur von den Erregern, die ständig irgendwo ausschwärmen, sage ich mal, sondern auch von den Schwermetallen, auch von diesen anderen Umwelttoxinen, die da die dazu beitragen. Das wird alles, wenn es mal ausgeschieden ist, leichter und das Immunsystem kann wieder besser arbeiten und kann sich um andere Dinge kümmern, die es eben nicht mehr kann. Also chronische Erkrankungen gehen immer einher mit einem reduzierten, gedeckelten Immunsystem. Vielleicht wäre diese Biofilm-Problematik ja, vor ein paar Jahrzehnten bei uns noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Oder wenn man jetzt irgendwelche Naturvölker untersuchen würde, die einen natürlichen Lebensernährungsstil führen, könnte man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass, wenn es dort vorhanden wäre, dieser Biofilm ja deutlich in geringeren Mengen. Oder wie ist da deine Einschätzung dazu? Absolut. Also das ist eine Zivilisationserkrankung, die wir da haben. Die unter anderem auch davon kommt, von dieser massiven Umschwenkung auf kohlenhydratreiche Kost, die stand uns früher nicht so zur Verfügung. Meistens gelebt, wenn die Menschen mal oder wenn du mal diese Naturvölker anschaust, die haben halt ihre kleinen Tierchen gejagt oder auch mal ein größeres Tier und der Rest waren einfach Pflanzen, die sie gegessen haben oder Wurzeln, die sie gekocht haben oder ein paar Beeren und Früchte. Das war die Ernährung, aber da gibt es kein Croissant und keine Pizza und keine Nudeln und keine Brote und kein Obst und kein Zucker und so weiter. Und das trägt natürlich alles dazu bei, dass sich der Biofilm wachsen kann und sich wirklich zusammenbilden kann. Das findet man bei Naturvölkern nicht. Dann kommt natürlich dazu, die bewegen sich ganz anders, sind ständig draußen, sind angebunden, barfuß in der Natur zu laufen und. Mhm.